Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Montag, der 17. April 2023, 16.23 Uhr. Und an der Playa scheint mal wieder die Sonne. Ist ja nichts Ungewöhnliches hier, ne? Aber zumindest hat der Wind heute nachgelassen, ist nicht mehr ganz so frisch. Ja, wir sitzen jetzt gerade hier vor dem Megapark und werden noch ein Kaltgetränk zu uns nehmen, bevor Gebrüder Doof kommen. Ja, die wollten irgendwie eine Story drehen. Mal sehen, was die genau vorhaben. Ich weiß es nicht genau. Und ja, 17 Uhr ist heute der Almklausi, den werden wir nicht gucken. Um 20.30 Uhr ist easy, da gehe ich heute auch nicht hin. Aber dafür gehen wir um 20 Uhr zu Frenzy Blitz in den Bierkönig und um 23.30 Uhr ins Oberbayern zu Willi Wedel. Und zwischendurch werde ich halt immer mal wieder rumlaufen. Latino, Bierkönig. Ja. Lass uns überraschen, wo uns der Tag heute hinführt. Ne? Wie viel Grad haben wir heute? 20, 21? Ja, so ungefähr. Angenehm zum Aushalten. Die Playa ist immer noch recht ruhig. Ja, wir warten auf das Oberbayern, nicht das Oberbayern, auf das Bierkönig-Opening in 3 Tagen. Und dann wird es hoffentlich hier wieder voll werden. Weil aktuell ist wirklich sehr, sehr wenig los auf der Straße. Ne, damit würde ich nicht fahren, dann mache ich ja Sport. Gut, das war für die erste, wir sehen uns später wieder. Ich hab Bock, du Ziege, ich hab Bock, du Ziege, ich hab Bock, du Ziege, Bock, du Ziege, ich hab Bock, du Ziege, ich hab Bock, du Ziege, ich hab Bock, du Ziege, Bock. Ich mach heute die Ziege blind, bin da, wo alle Biere sind, spitz wie es die Igel sind. Ich mach heute die Ziege blind, ich hab Bock. Du Ziege, ich hab Bock, du Ziege, ich hab Bock, du Ziege, ich hab Bock, du Ziege, Bock. So, wir haben jetzt 17.06 Uhr. Langsam hat sich die Playa ein bisschen verdunkelt, weil ein paar Wolken gekommen sind. Und wir stehen hier vor dem Oberbayern mit Gebrüder Doof und machen so ein paar kleine Videos fürs neue Lied von Ziege. Ziege. Einfach mal das Bild gecrashed, macht ja nichts. Also, wir laufen jetzt noch ein bisschen was hier rum und schauen wir mal, was sich noch so ergibt. Am Freitag ist hier der Videodreh für das Lied. Und ja, wir machen halt so ein paar kleine Sachen für TikTok und für Instagram und halt für Kompakt. Da habe ich eben schon was gemacht. Das habt ihr dann schon gesehen. So, wir sitzen jetzt hier mit Gebrüder Doof an der Mauer und warum heißt sie eigentlich Gebrüder Doof? Oh, was wie? Erzähl mal. Ich will jetzt einmal mal schlau werden, dann wäre aber Gebrüder Schlau heißen, oder? Das macht Sinn, natürlich, ja. Wie ist euer aktuelles Projekt? Ja, aktuelles Projekt, würde ich ganz klar sagen. Und alles aufmischen hier, ne? Ziege. 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 Aber kein Ziegenbock, sondern einfach nur Ziege. Ziege. Genau, genau. Ziege. Und wann seid ihr wieder im Oberbayern? Wie oft tretet ihr dieses Jahr an der Playa auf? Ja, wissen wir noch nicht genau, aber wir denken so 2-mal im Monat, 3-mal im Monat. Genau. Und dann im Oberbayern halt. Dann im Oberbayern. Fest genau. Im Oberbayern verankert. Genau. Legendärer Club. Legendärer Club. Jetzt Freitag, 23 Uhr. Gut, dann gehen wir alle am Freitag zu Gebrüder Doof ins Oberbayern. Um 23 Uhr. 23 Uhr. Reisen wir ab. Seid dabei. Seid dabei. So, wir haben jetzt 17.54 Uhr und wie man hier sieht, hier ist kaum Wolke, aber genau da, wo die Sonne ist, hält sich hartnäckig Wolken und der Wind, der pfeift wieder ordentlich, es ist arschkalt. Ich gehe jetzt mal ganz kurz ins Bielefelder Pilzschüppchen zu meiner Knobelrunde mal Tag sagen, aber da werde ich wirklich nur Tag sagen, weil ich muss dann nach Hause duschen gehen und mich fertig machen und von da aus geht es dann um 20 Uhr zu Frenzy Blitz, Frenzy Blitz heißt ja gar nicht mehr, nur Frenzy. Und ja, das habt ihr gerade eben gesehen, das war ein bisschen mal mit Gebrüder Doof. Die sind ganz lustig, die beiden. Auch wenn sie doof sind und nicht schlau. Aber ja, also wer am Wochenende auf der Insel ist, beziehungsweise Freitag, schon um 10:30, halb zwölf sind die im Oberbayern. Je nachdem müssen wir mal gucken, wie die Auftritte von vom Opening vom Bierkönig sind. Aber da habe ich schon vor hinzugehen. Aber wenn nicht, dann, die sind ja öfters da, von daher. Lassen wir uns mal überraschen, wie dann der Freitag wird. Da war mal Julian Sommer, ist auch am Freitag da. Ja.
dann schauen wir mal, ne? So, ich gehe jetzt mal kurz Bill Stübchen Tag sagen. Bis später. 19.46 Uhr, nachdem ich vorhin gemeckert habe über die Wolken und den Wind. Die Wolken haben sich verzogen. Strahlend blauer Himmel jetzt wieder an der Playa. Der Wind hat sich auch verzogen und so kann man es doch sehr gut aushalten. Aber viel Zeit habe ich nicht. Ich muss nämlich jetzt rüber in den Bierkönig. Und ich bin mal gespannt, ob Frenzy pünktlich auftritt. Oder ob es wieder ein bisschen Verzögerung gibt. Weil ich schätze mal, heute wird nicht viel los sein. Die Playa ist, wie gesagt, leer. Aber ich werde auf jeden Fall auf Frenzy warten. Weil ich habe ein bisschen Puffer bis zum Auftritt von Willi Wedel um 11:30 im Oberbayern. Und dann, viel Spaß beim Auftritt von Frenzy, sage ich schon mal. 20.22 Uhr. Der Auftritt hat sich verschoben auf 21 Uhr. Und wir sehen uns ganz kurz hier nach dem Sonnenuntergang an der Playa. Also für alle, die meine Videos kennen, mittlerweile geht die Sonne ja wieder weit in den Bergen unter. Im Sommer war das hier so in der Mitte vom Meer. Wenn man in Deutschland ist, bekommt man das gar nicht so mit, dass das doch so eine große Verschiebung ist. Zumindest ich, ne, habe das nie mitbekommen. Und dabei haben wir noch gar nicht die Wände, wo die Sonne wieder zurückgeht. Wir haben jetzt 21.16 Uhr, das war der Auftritt von Frenzy. Steht hier gerade im Raucherbereich im Bierkönig.
ja, ihr habt gesehen, der Auftritt war gut, ne? Also mir hat er gefallen und das Lied Auf geht's nach Malle, wenn ihr da richtig reingehört habt, da war ich im Hintergrund im Chor mitzuhören, also naja, wird man wahrscheinlich nicht gehört haben, ne? Aber ja, geiles Lied, also mir gefällt es sehr gut. Ich will auch keine Werbung für San Siro machen, doch, kann man machen. Könnt ihr gerne mal reingehen und ja, lecker essen gehen. Mein weiterer Plan ist jetzt, ja, kurz am Bierkönig bleiben, dann geht's rüber in den Megapark Richtung Lasershow und dann geht's ins Oberbayern. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das Lied hier? Auf geht's nach Malle von Benji und Franzi. Ich find's geil. Sehr geil. Wir haben jetzt 22.48 Uhr, wir haben die Laser schon mal wieder gesehen im Megapark. Ja, fand ich jetzt für mich nicht so das richtige Lied. Da fand ich Fireworks doch schon besser, die letzten zwei Male, die ich da war. Und der Megapark war auch jetzt gerade nicht ganz so gefüllt wie die letzten Male, weil ja, ist halt einfach gerade so, dass die Leute warten, bis das Opening ist vom Bierkönig. Und dann kommen die Leute halt... zumindest in den Bierkönig. Spätestens zum Megapark-Opening ist dann wieder alles komplett voll hier. Aber ja, ist halt gerade so. Ne? Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz in den Bierkönig rein, gucke, was da los ist. Und dann geht's rüber zu Willi Wedel ins Oberbayern. Uhr, das war jetzt ein bisschen was aus dem Bierkönig und ja, wie ihr gesehen habt, war recht übersichtlich, wie vorausgesagt, wie gedacht und ja, ist halt gerade nicht die Zeit, drei Tage noch bis zum Opening und dann ist die Hütte voll. Wir gehen jetzt hier ins Oberbayern, wenn ihr das erkennt, sorry, ein bisschen verwackelt, ich habe keinen Bock, das Gimbal rauszuholen für die zwei Meter. Wir gehen jetzt hier ins Oberbayern zu Willi Wedel. Besser Wähler nicht als wieder nicht und ja, viel Spaß beim Auftritt von Willi Wedel. Wieder nicht, ich bin heute dicht und brauche dich. Lalalalalala, besser wieder nicht als wieder nicht. Wieder nicht, jetzt hätte ich schon das Partywort des Abends. Einen wunderschönen guten Abend, Oberbayern! Auf alles wie jedes Jahr. Wir wollen
So, wir haben jetzt gleich 12:30 und wir stehen vor dem Oberbayern. Das war gerade der Auftritt von Willi Wedel und ich habe mir gedacht, ich bleibe jetzt doch noch zu Annabel Andersson und gehe von da aus nach Hause. Weil wenn man schon mal da ist, kann man auch hier bleiben. Die nächsten Tage werde ich kaum Zeit haben, ins Oberbayern zu gehen und auch nicht ins, in den Megapark, weil wenn der Bierkönig das Opening hat, werde ich selbstverständlich ein Bierkönig sein. Und wenn, wenn der Megapark auf hat, werde ich natürlich auch nur im Megapark sein. Wer nervt mich denn hier? Hier wird man wieder gestalkt. Wer stalkt mich denn hier? Wer stalkt mich denn hier? Was möchtest du uns verkaufen? Nix, du sollst mal hier. Ja, Bootparty natürlich. Also, ihr wart gerade bei Burger King essen und macht gerade hier Private Party. Ja, immer. Ja. Okay. Sag ich mal nichts weiter zu, ne? Weil. Nein, sag ich nichts zu. Wir gehen jetzt rein wieder ins Oberbayern zu Annabel Andersson und schauen uns mal den Auftritt an. Und von da aus geht es dann nach Hause. Ich schätze, es geht nach Hause. Wie sehe ich eigentlich aus wie der Nächte? Also, das Licht geht ja gar nicht. Also, so ist besser. Immer diese Ränder hier von den Sonnenbrillen. Nee. Ich bräuchte eine Sonnenbrille ohne Brille. Also, ohne Ränder. Hm. Das wäre definitiv ratsam. So, am Freitag kommt meine neue Single raus. Wenn die Party abgeht und damit ihr alle mitsingen könnt, brauche ich von euch jetzt ein Ejo. Ejo. Und ihr? Ejo. Wie sieht's hier so aus? Ejo. Ein bisschen schwach, nochmal. Yeah.
nee. Guck mal, wenn du schon das erste Mal da bist und ich bin das erste Mal da, dann hat der Kevin heute seinen Wunsch verdient. Endlich haben wir es da. Die Saskia ist 30, der Kevin ist Single. Ich würde sagen, da ergibt sich heute noch was. Annabelle ist gleich noch für Fotos und Autogramme hier am DJ-Pult. Komm rüber jetzt. Danke. Schönen Dank an Annabelle.